sehr cool. Sollen wir zerstören, wir dürfen keine Wachen töten. Okay. Diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem ihr derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen, so ungern ich es zugebe. Dennoch, wie töricht das ist, es behagen sich völlig aus. Weit weg von der Heimat und mit Truppen verteilt. Und die größte Freude, Rüschmuss macht ihn leichtsinnig. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas verweisen muss. Wo ist der General jetzt? Hierher, Jungs! Verstärkung! Scheiße! Ach, Mann, ey. Ich krieg das auch nicht so richtig hin, wie ich das will. Diese Kanonen sehen nach Ärger aus. Ja, wo sind denn die Kanonen erstmal? Wo sind die Kanonen? Kein Waffenstillstand. Warum, George? Welchen Grund könnte ich? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem ihr derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen. Weil ich mich jetzt versteckt habe vor der Wache, ist das Belauschen jetzt fehlgeschlagen, oder was? Ist jetzt die ganze Mission auf einmal fehlgeschlagen? Die Kanonen sehen nach Ärger aus. Vielleicht sollte ich sie selektieren. Warum, George? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem ihr derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen. So ungleich ist zu. Dennoch liegt er nicht die Tür, die das nicht erfahren. Sind seine Männer in Gefahr. Ich möchte keine Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Ja, keine Ahnung, vorhin hat es die ganze Zeit geklappt. Jetzt auf einmal nicht mehr. Man sieht auch wirklich sehr viel, bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Also der Schneesturm hin oder her. Diese Kanonen sehen nach Ärger aus. Erstmal würde ich gerne wissen, wo die Kanonen sind. Doch im Gebüsch, Mann. Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem ihr derzeit die Oberhand hättet. Das mag ja sogar stimmen. So ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist. Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat und von Truppen verteilt. Und ich grüße Bruder Blutdurst macht ihn leichtsinnig. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen muss. Wo ist der General jetzt? Und dann ist es vorgezogen.
Kommandofeld, falls wir sie sehen müssen. Wenigstens wird es bald nicht mehr sein. Ich habe versucht. Ich weiß es nicht. Ich weiß. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Ich muss sie finden. So. Auf jeden Fall haben wir das Belauschen geschafft. Da hinten ist die erste Kanone. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier am besten rumkommen. Wir dürfen ja angeblich keinen töten. Halt mal! Der Dreckskerl will abhauen! So, da haben wir den auch. Eigentlich war das nicht die Aufgabe oder wir durften es nicht. Aber ich hatte sonst keine Idee, wie wir das wirklich schaffen sollten. Da oben ist einer. Okay, das haben wir geschafft. Die nächste ist da hinten. Okay, das kann er nicht. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Das wird jetzt eine gute Frage sein. Mal gucken, ob hier irgendwo einer ist. Nö. Nur da unten. Okay. Na, noch höher geht's nicht. Okay. Wo soll das hier sein, bitteschön? In das Zelt. Ja, hier ist aber nichts. Ich verstehe es nicht. Was soll ich hier machen? Was soll ich hier machen? Stehlen. Ach lol, Leute. Der steht jetzt da. Faul. Dann haben wir zwei Wachen. Okay. Das ist gar nicht so einfach. Da können wir auch nicht lang. Ja, wir hängen fest. Ich kann nichts mehr machen. Ja, geiler Bug, Leute. Also heute ist, glaube ich, nicht so mein Spieltag. Also es ist ein Bug nacheinander in jedem Spiel. Also... Ich brauche euch mal hier. Du gehst nirgendwo hin. Da töten können sie uns wohl auch nicht. Da, da, ergreift ihn! Oh, verliert ihn nicht wieder! Da, hinterher! Schnell. Ja, ich glaube, wir müssen hier jetzt irgendwie fortsetzen, Benachrichtigungen
letzter Checkpoint laden, weil der kann uns nicht umbringen, gar nichts. Also mal wieder übelst backen. Toll, jetzt müssen wir das alles wieder von vorne machen. Ah, tolle Wurst. Ja, sorry Leute, liegt nicht an mir. Das liegt halt am Spiel. Ja. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem wir derzeit die Oberhand hätten. Du bist uns nicht los! Geben wir es auf! Er hat sich in sein Loch verkrochen! Das mag ja sogar stimmen. So ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat unsere Truppen verteilt. Und ich fürchte, Bruder und Blutdurst macht ihn Landflucht. Und seine Männer in der Hand. Ich möchte keine Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen muss. Anhalten! Ich nur die Hand, er sammelt die Truppen. Und dann sieht er nach Porto Pete. Nett aus. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschnitt der Pläne liegt im Kommandozelt, falls ihr sie sehen möchtet. Wenigstens wird es bald zu finden. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Ich muss sie finden. Ja, jetzt müssen wir uns die Karte wieder besorgen und natürlich die Kanone wieder sabotieren. Gut, haben wir. So. Oh, ja. Alles ein bisschen hastig in dem Spiel, keine Ahnung, also. Jetzt geht er zurück. Ja, könntest du da jetzt hochgehen oder bist du jetzt auch nicht in der Lage dazu? Okay. Ich dulde keine Gauner in meinem Bereich. Komm jetzt her! Komm jetzt her! Hey! Ich dulde keine Gauner in meinem Bereich. Ist schon in Ordnung. So. Ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir eben auf waren. Wir haben da jetzt zwei Wachen. Da steht einer, der funktioniert sich jetzt schon wieder. Ja, warum springst du? Okay, wir müssen auf jeden Fall da lang. Nee. Wir müssen dahin. Wenn wir Glück haben, hat er uns jetzt nicht gesehen. Tag suchen. Er ist nicht hier. Stehen geblieben. Verstärkung.
hier sonst noch einer? So wie es aussieht, nicht. So. Dann haben wir die auch. Hallo. Hey. Leute, so leid es mir tut. Also die Steuerung ist eine Katastrophe gerade. Ja, wie kommen wir jetzt hier am schnellsten aus dem Fort wieder raus? Vielleicht sogar, wenn wir da rausgehen. Er kann nicht mal über so ein Dingens drüber wegklettern. Wo willst du denn hin? Upsala. Komm zurück, du Hosenlatz. Wo willst du denn hin? Der Bastard ist weg. Junge, Junge. Was ist mit dem da jetzt? Hängt der jetzt auch fest? Jetzt verpieseln wir uns. So. Wie sieht's aus? Braddock ist fort, um Truppen zu sammeln. Sie marschieren nach Fort Duquesne. Was dauert, bis sie bereit sind? Wir haben Zeit, etwas zu planen. Nicht nötig. Wir lauern ihm auf, hier in Flussnähe. Geh und hol deine Leute. Ich hole die meinen. Ich lasse dich wissen, wenn es soweit ist. Okay, wir sollen jetzt eigentlich noch die Dinge holen. Der Teufel steckt im Details. Ja, ich sage da mal, vielen Dank wieder fürs Zuschauen bei Let's Play Assassin's Creed 3. Mein Name ist Glabur. Ja, der Bug war nicht unser Schuld in dem Sinne. Daher, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Assassin's Creed 3 mit Glabur auf meinem Channel. Immer Assassin's Creed 3. Jeden Tag um 17.30 Uhr, Hitman 17 Uhr und der Rest des laufenden Tages. Nein, DayZ kommt um 1 Uhr. Das Ult-Game, wann ich das jetzt mache, keine Ahnung. Immer so ein bisschen unterschiedlich, so wie es gerade passt. Bis dahin, schau wie laui, man hört sich.